Ja, heute möchte ich mal aus dem Hause Shomi die neue Fimi Palm vorstellen. Ich mache da mal zu ein Unboxing und schilder mal so ein paar Einzelheiten dazu. Und am Ende von der Vorstellung gibt es dann noch mal so ein paar Bilder davon. So, jetzt nicht mehr viel geredet, denn jetzt geht's los. Ein schönes Hallo an alle Technikbegeisterte. Hier bin ich wieder, euer Gravel Rider. Ja, heute möchte ich mal... Das ist jetzt hier die Fimi Palm Gimbal Kamera aus dem Hause Shomi. Und die packe ich jetzt mal aus. Also, sie kommt in so einer weißen Box daher. Ja, so sieht das aus. Da sehen wir jetzt einmal die Kamera. Ja, da ist die Beschreibung. Und das Aufladekabel. Ja. Ja, das ist dann so ein USB-Anschluss, kleines Kabel. Wie man das kennt. Das ist jetzt hier die Beschreibung. Einmal auf Chinesisch. Und einmal auf Englisch. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ja. Ja, so sieht die Kamera aus. Das ist ja jetzt so ein DJI Osmo Pocket Killer soll das ja sein. Und ja, da kann ich mir jetzt kein Urteil drüber bilden, weil ich ja die DJI Pocket nicht habe. Aber das Teil fühlt sich also sehr wertig an, ist gut verarbeitet, hat eine Schutzkappe. Ja, dann stelle ich euch das mal vor. Also einmal ist das jetzt hier dieses Display. Das soll 1,2 Zoll breit sein. Dann haben wir hier einen kleinen Knopf, das ist dann so ein Joystick, mit dem man dann auch hier die Kamera über Joystick steuern kann. Ja, und dann eben hier der An- und Ausschalter inklusive Aufnahme- und Stopp-Taster. Hier unten haben wir den Anschluss. Das ist jetzt hier unten auch nochmal so ein bisschen Gummi beschichtet, dass das nicht so rutschig ist, wenn man das mal hinstellt. Ja, hier hinten haben wir dann nochmal ein Gewinde, wo man das eben dann an einem Stick anbringen kann, an einem Stativ. Auch hier, ich zeige das mal, das ist eine schöne Struktur, so ein bisschen perforiert, dass das so ein bisschen griffiger ist. Ja, hier an der Seite kommt die SD-Karte rein. Dann haben wir hier die Mikrofone einmal von vorne eins und einmal hier an der Seite eins. So sieht das Ganze aus. Jetzt nehme ich mal die Kappe ab. Ja, und da kommt der Gimbal zum Vorschein. Ja, kommen wir dann erstmal als erstes zu den Maßen. Da haben wir jetzt hier eine Länge von 127 mm. Dann haben wir eine Breite von 30,5 mm. Und ich messe jetzt mal hier die breiteste Stelle an der Seite. Da haben wir jetzt eine Breite von 22,7 mm. Ja, das Ganze wiegt 120 Gramm und wie gesagt, man sieht ja, wie groß es ist, also das kann man jetzt jederzeit in der Tasche stecken. Ja, das Ganze ist jetzt ausgestattet mit einem 100
28 Grad Ultra Weitwinkel Objektiv. Ja, das soll eben dafür gut sein, passt eben, wie sie schreiben, perfekt zum besten Blickwinkel des Menschen. Ja, wie gesagt, ist eben hier angebracht auf einem 3-Achsen-Kardan-Stabilisator. Ja, das sind eben diese 3 Achsen, 1, 2, 3, also 3-Achsen-Gimbal. Und soll eben dafür sorgen, dass jetzt hier Bilder aufgenommen werden, verlust- und wackelfrei. Ja, filmen kann man da wohl mit 4K. Ja, verbaut ist da drin so ein 4K UHD 100 Mbps Image in Kombination mit dem ISP Algorithmus Chip der neuesten Generation von HI Silicon. Ja, der Akku, der soll 240 Minuten halten. Und so wie ich gelesen habe, ist das ja auf jeden Fall schon mal von dem Objektiv, von der Winkelweite und von der Akkudauer besser als bei den Osmo Pocket. Ja, das Ganze läuft über Wi-Fi und Bluetooth. Und das ganze Teil wird auch mit einer App verbunden am Handy. Das zeige ich dann gleich nochmal. Ja, relevante Materialien können also auch so drahtlos auf Ihr Telefon heruntergeladen werden und Filmmaterial kann man wohl auch in der App bearbeiten. Aber wie gesagt, das muss ich da mal sehen, wie das aussieht. Ja, zu den zwei Mikrofonen, die die Kamera jetzt schon besitzt, kann man da jetzt auch ein 3,5 mm Mikrofon anschließen, direkt an der Kamera, wo man eben dann auch mehr Möglichkeiten hat für externe Audioaufnahmen. Also das fand ich schon mal sehr gut bei der Kamera. Ja, dann hat die natürlich noch mehrere Funktionen. Also kreative Frames, Zeitraffer, Bewegungsfehler, Hyperlapse, Super HDR, professionelle AE und AW Algorithmen, die eben dann die Bilder erhellen mit unterschiedlichen Farben, Langzeitbelichtung, Nachtaufnahmen sollen möglich sein, dann hat die Panorama, 8x Zeitlupe und 3x stabilisierter Zoom. Ja, dann gibt es noch eine HEVC-Kodierung für eben hervorragende Bildqualität und weniger Platzbedarf. Ja, dann gibt es noch mal zu sagen, die hat jetzt hier eine Auflösung von 240x240. Ja, 1,22 Zoll und 600 Nit Helligkeitsbildschirm. Ja, Batteriekapazität, da ist also ein eingebauter Akku, also man kann da nichts wechseln. Mit 100 mAh. Die Akkulaufzeit, wie gesagt, soll 240 Minuten betragen. Und die ist eben dann ausreichend für eine Videoaufnahmezeit mit 1080p mal 300 Frames. Ja, Objektiv 128 Grad Super Weitwinkel. Videoaufnahme 4K 30 FPS. Maximale Auflösung 4K 100 Mbps. Ja, Kontrollgenauigkeit plus minus 0,02 Grad. Und steuerbarer Bereich ist minus 240 Grad
Und bei 60 Grad bei Schwenken und plus minus 90 Grad beim Kippen und plus minus 45 Grad beim Rollen. Ja, das erstmal zu der Fimi Pal. Machen wir sie mal an. Da sieht es, wie es hier losgeht. Das sieht ja schon mal gut aus. Zeige ich nochmal, wenn man die jetzt anmacht, wie die abgeht. Die geht also sofort in Ausgangsstellung wieder. Zack. Ja, das ist jetzt die Fimi an. So sieht das Display aus. Ja, das ist dann wie gesagt so ein Touchscreen. Da kann man so Follow-Mode machen. Ultra-Wide. Da gibt es dann Kamera-Settings. Gimbal-Settings. Und System-Settings. Ja, da kann man die ja so auch noch anklicken. Ja, da haben wir zum Beispiel Wi-Fi, Display, Bridge Time. Da kann man dann hell und dunkel stellen. Das Display. Ja, mal gucken. Ja, alles voll vom Feinsten. Da kann man den ISO-Wert einstellen. Da kann man machen. Da kann man dann auf 2000K, 100. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier auf 2,7K mal 30 gestellt. Da kann man den Akku ablesen. Hier habe ich die SD-Karte schon reingesteckt. Sie hat jetzt hier 59,4 GB. Ja, dann, da war jetzt zum Beispiel hier Video, da kann man dann Slow-Mo, Foto. Also wie gesagt, ich mache da jetzt auch gleich nochmal ein paar Bilder von. Und ich bin auf jeden Fall von der Kamera voll begeistert. Ja, in meinem nächsten Film dann, da werde ich nochmal die App dann vorstellen und das Zubehör, was ich mir dafür gleich mitbestellt habe. Ja, das ist der Hund von meiner Tochter. Der muss mal eben kurz im Flur hier warten. Nee. Aber der freut sich. So, da kommt ja, das ist jetzt hier eine Testfahrt im Auto, weil mit dem Fahrrad kann ich ja noch nicht fahren. Mit der Fimi Palm, um zu sehen mal, wie das hier so ist, wenn man eben so über die Straße fährt. Ist ja ein bisschen holperig. Und da gucken wir mal, wie die Aufnahme nachher geworden ist. Bis dann und tschüss.
Ja, das war jetzt das Unboxing von der Fimi Palm aus dem Hause Schumi mit so ein paar Daten und ein paar Fakten. Ja, ich mache jetzt da nochmal ein paar Bilder mit und ein paar Fotos und die hänge ich dann an den Film hinten dran. Ja, da möchte ich mich jetzt erstmal hier schon mal bedanken für das Reinschauen. Und wie gesagt, als nächstes kommt dann nochmal, werde ich dann nochmal die App vorstellen und das Zubehör, was ich mir schon für die Fimi besorgt habe. Ja, dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, euer River Rider.